Und aus dem Chaos sprach eine Stimme: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und ich war yippie, yippie, yippie froh. Und dann öffnete ich die erste Schublade meines Schubladenschrankes. Immerhin, die Schrauben sind in ordentlichen Kistchen, aber liegen irgendwie in der Schublade. Mit dem Problem müssen wir uns auch noch beschäftigen. Aber das ist nicht mein vordringlichstes Problem. Für diese Schublade muss ich mir jetzt was überlegen. Hier liegt das Ladegerät für die Leuchtenakkus drin, andere Ladegeräte, Kabel, Fernbedienung für die Kameraleuchte. Das muss alles irgendwie so da drin liegen, dass es nicht nach dem nächsten Zumachen wieder anders da drin liegt. Das wollen wir heute lösen. Jetzt Jojos Workshop abonnieren. Herzlich willkommen in Jojos Workshop. Ich werde ein neues Thema aufmachen, einen neuen Themenbereich. Den kennt jeder, aber ich nenne ihn jetzt mal anders, nämlich Jojos Chaos-Theorie. Ihr habt gesehen, mit Chaos kenne ich mich aus, wie es in meinen Schubladen aussieht. Und jedes Mal, wenn ich jetzt was gegen das Chaos tue, sei es Unterteilung für die Schubladen, da geht es in dieser Folge drum, Schächtelchen für die Schrauben, da geht es in einer späteren Folge drum, oder Regale oder Lagerkisten für Projektmaterial, das liegt bei mir nämlich auch überall rum, dann wird das Jojos Chaos-Theorie heißen. Das klingt doch irgendwie besser als Ordnung schaffen mit Jochen. Also, Jojos Chaos-Theorie, mein neues, altes Thema. Das sollen hier ja jetzt keine Kisten werden, sondern rechteckige Fächer, also eins so, damit zum Beispiel hier neben jetzt die Kameraleuchte mit Ladegerät, Ersatzakku, Ständer, Griff, Adapter fürs Auto, der übrigens vorhin auseinandergegangen ist, muss ich noch zusammenpuzzeln, dass das da reinpasst. Ein Brettstreifen hier, 3 mm MDF, ein Brettstreifen hier, 3 mm MDF, vielleicht hier noch einen quer rein, hier noch einen rein, dann gibt das schöne Streifen. Dafür brauchen wir jetzt mal ein paar Maße. Ich müsste die eigentlich auswendig wissen, weil ich ja die Schubladen gebaut habe, aber ich vergesse das immer wieder. Also hier hätten wir ein Innenmaß von 684. Und hier hätten wir 570 und die Höhe ist bei dieser Schublade 90 mm. Die müssen ja nicht bis oben hingehen. Ich mache 85 mm mal 85 mm. Wir schneiden jetzt erstmal eine ganze Sendung Streifen zu in 85 mm Breite und dann passen wir das mal an. Das hier ist mein Schiebetisch mit vier Schubladenführungen hier hinten. Das funktioniert ziemlich gut. Die hier oben waren gebraucht, deswegen ist er nicht so leichtgängig, wie ich es gerne hätte. Ich muss da mal noch neue einbauen. Aber für so große Platten ist das natürlich optimal. Und jetzt schneiden wir mal. Jetzt Jojos Workshop abonnieren. Das hier ist jetzt mein Präzisionsparallelanschlag mit Feineinstellung. Stellen wir mal auf die 85 mm ein. Hier auf der Seite ist die Skala. Jetzt hätten wir da 86 mm eingestellt. Und jetzt kann ich das hier mit der Stellschraube hier unten näher ranziehen, bis dass ich bei den 85 mm bin. Da bin ich jetzt. Das kann ich, wenn es sein muss, im Zehntel Millimeter Bereich machen. Da brauche ich nicht so zu klopfen, um das Maß genau zu treffen. Ich habe da jetzt hier vorne die 85 mm eingestellt, ziehe jetzt die zweite Schraube noch an. Dadurch wird der Anschlag hier jetzt auch noch parallel ausgerichtet. Und jetzt kann ich eben meine 85er Streifen schneiden. Das hier ist das Reststück, kann man vielleicht auch noch für irgendwas verwenden. Hier hat es jetzt Streifen gegeben, nämlich 2, 4, 6. Das würde sogar für zwei Schubladen reichen. Schneiden wir jetzt noch die andere Länge. Die langen Streifen passen jetzt genau hier in die Schublade rein.
Und die kurzen auch. Und weil ich ja so ein super Handwerker bin, habe ich von den 6 Streifen, die ich in Längsrichtung schneiden wollte, 4 zu kurz geschnitten, all dieweil ich immer nur so einen schmalen Schnippel hier abgeschnitten habe und 2-mal von dem einen abgeschnitten habe. Ich finde noch was dafür. Jetzt müssen die Bretter sich ja in der Schublade noch überkreuzen, also quasi eins hierhin und eins hierhin. Dazu schneide ich die jetzt hier bis zur halben Tiefe ein und hier bis zur halben Tiefe ein, dann kann ich die so ineinander stecken wie so ein Kreuz. Und dazu klebe ich mir jetzt immer hier den Stapel für eine Schublade mit Klebeband zusammen, damit die Schlitze dann auch wirklich übereinstimmen und meine Unterteilung nicht irgendwie in Schlangenlinien geführt wird. Obwohl, wäre ja vielleicht auch ganz kleidsam, aber ich will es rechtwinklig haben. Hey, Kuckuck. Ich habe mir jetzt überlegt, die Schublade soll 3 Fächer nach vorne und 3 Fächer zur Seite haben. Hier hinten kommt diese Kameraleuchte rein, da brauche ich 260 x 200. Das zeichne ich mir jetzt hier an. Hier liegen die langen Streifen, da liegen die kurzen Streifen. Auf dem langen Streifen möchte ich ein Innenmaß von 260 haben. Es kommt ja nicht auf den Schnaps an, sie müssen nur alle gleich sein. So. Da kommt ja dann das Dings hin. Ich zeichne das jetzt nur ein, damit ich weiß, in welche Richtung der Schnitt gehen muss. Das ist nicht das Endmaß hier. Dann bleiben jetzt hier hinten noch irgendwie so viele Millimeter übrig, nämlich 416. Das von die Hälfte ist 208. Machen wir uns hier bei 208 einen Strich hin und markieren uns hier mit dem Reststück eben. Da soll der Schlitz hin. Hier soll es 200 von hinten weg sein. Also machen wir hier jetzt bei 200 den Strich hin. Gleiches Spielchen. Zack. Dann bleiben hier jetzt übrig 360. Also machen wir die Mitte hier bei 180 hin. Zack. 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 Dazwischen will ich jeweils ausschneiden. Das soll weg. Das soll weg. Das soll weg. Und das soll weg. Jetzt messen wir erstmal die Stärke. Die beträgt 3,06 mm bei der einen Platte, das sind ja verschiedene Platten, und 3,06 mm bei der anderen Platte. Das heißt, ich kann die Schnitte hier auch gleich breit machen. Denn das müssen wir ja gleich noch irgendwie ein bisschen einstellen. Dafür gibt es eine Vorrichtung, die nennt sich Curve Maker, die habe ich noch nicht. Hier will ich sie auch öfters noch machen. Da mache ich mir jetzt einfach mal ein Endmaß, dass ich das dann hinterher richtig einstellen kann direkt. Kleben wir die 3 Dinger eben zusammen, dass sie nicht mehr verrutschen. Und jetzt haben wir hier schon mal einen schönen Stapel. Ich habe es sogar geschafft, meine Markierung nicht zuzukleben. Ist mir dann aufgefallen, als ich sah, dass ich hier sehr nah dran bin. Jetzt müssen wir ja die Kerben hier reinschneiden. Die müssen bis zur halben Höhe gehen, ein bisschen drüber. Ich habe jetzt hier so einen Reststreifen genommen, habe mir hier die Mitte markiert und jetzt stellen wir das Sägeblatt so ein, dass wir die Mitte etwas überschreiten. Ich weiß, ich habe vorhin vergessen, das tiefer zu stellen. Jetzt ist es so geschnitten, jetzt machen wir es eben hier höher, bis dass es dann passt. Obwohl, das ist schon die richtige Höhe. Und ich schwöre, ich habe es nicht vorher ausprobiert. Wollen wir haben, stellen wir die mal hier ein. Kommt ja jetzt auch nicht drauf an, sie sollen ja nur gleichmäßig sein. Und dann schneiden wir jetzt mal los. Ich bin nicht weit genug da reingekommen, weil der Anschlag hier nicht weit genug reinfährt. Ich habe ja immer nur gedacht, ich muss an der Kante da unten durchkommen. Nee, ich muss an der Kante hier oben jetzt durchkommen. Legen wir eben was dahinter, dann passt es wieder. Messen wir mal die Breite von dem Schlitz.
Der Schlitz, könnt ihr über meinen Arm hoffentlich rüber gucken, hat 3,04 und die Dinger hatten 3,06. Also, wenn man das mit Schmackes hier ineinander drückt, passt das direkt. Ha! Wir brauchen gar keinen Curve-Maker. So hatte ich mir das vorgestellt. Man muss auch schon mal Glück haben. Wenn euer Sägeblatt jetzt nicht breit genug ist, dann müsst ihr entweder einen Curve-Maker benutzen, den ich auch irgendwann mal bauen will, aber für dieses Projekt hatte ich das nicht vorgesehen. Oder ihr müsst euren Anschlag halt hier hinten weiter rüberschieben. Was ich aber vorhatte, war eigentlich, ich mache mir einen passenden Streifen hier hinten hin. Ich habe jetzt einfach hier dieses Reststück genommen. Aber im Zweifelsfall schneidet man sich das von einem schönen Fichten- oder Echtholzstück ab mit der Maserung in der Richtung, damit der dünne Streifen auch genügend Stabilität hat. Und den muss man halt so dünn abschneiden, dass man genau dann diesen Millimeter mehr hat. Das müsste man ausprobieren. Bei mir passt es jetzt direkt. Bin ich ja happy. Wird das Video auch etwas kürzer. Dann schneiden wir jetzt mal die richtigen Schlitze hier rein. Ich messe jetzt auch gar nicht mehr genau. Ich muss nur meine Schlitze alle auf einer Position haben. Der Rest ist ganz egal. Ich habe das jetzt eingestellt, dass das passt. Schneiden wir wieder. Die Schneiderei wäre jetzt fertig. Cooles Wortspiel. Halleluja. Also, die Schneiderei ist jetzt fertig. Auseinander machen, ineinander stecken. Gucken. Dann machen wir jetzt mal eine Probezusammensteckung hier. Also, eins, zwei, Ach ja, wer zählen kann, ist gleich im Vorteil. Für 3x3 Fächer brauche ich nur zwei von den Dingern. Dann wollen wir das mal ineinander schieben hier. Das passt schon mal. Hier passt irgendwas nicht. Ja. In Doofheit ist immer noch kein Kraut gewachsen, oder? Man sollte dann schon die gleichen nehmen. Lang, kurz ist nicht. Lang, lang, kurz, kurz. Also ich meine, lang, lang ist natürlich auch der Klavierspieler, aber egal. Das ist so rum richtig rum. Jetzt machen wir es dann auch richtig, richtig. So, eins, zwei. So, jetzt. Hallo zusammen, herzlich willkommen in Jojos Workshop. Gucken wir mal, ob das in die Schublade reinpasst. Dann passen wir das Ding jetzt mal rein. Und wie war das? Ich bin der Herr des Chaos. So, hier ist jetzt Ordnung, auf dem Schrank ist Chaos. Pech. Hier ist jetzt der Frame, der Rahmen. Und was soll ich sagen? Es passt ganz genau da rein. So hatte ich mir das vorgestellt. Und jetzt kann ich den ganzen Pröttel da einräumen. Das geht natürlich auch mit niedrigeren Schubladen. Aber hier bin ich jetzt ziemlich zufrieden. So, jetzt habe ich meine Fächer. Jetzt kann ich auch ein bisschen sortieren. Kamera-Akkus. Reservemikrofon, Netzkabel, Netzteil, Stecker gedönst du mal bei die Akkus, Netzkabel, noch ein Netzkabel, Fernbedienung auch bei die Akkus und jetzt kann ich wieder sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Und zu euch sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. PS. Vorhin hat immer nur der 3D-Drucker gebrummt. Ich bin ja hier in der im Waschkeller. Auf der anderen Seite brummt jetzt auch noch die Waschmaschine. Aber die macht wenigstens schön leise. Und jetzt ist wirklich Schluss.